In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ich habe gerade den einen Vlog beendet und fange jetzt mit dem anderen Vlog an. Genau, ich habe jetzt die Wäsche abgehangen, die ich abhange. Also die trocken war. Und muss jetzt auch schon die nächste Portion Wäscheladung anmachen. Mit dem Flurstaubsaugen, da ist überall Styropor. Aber der hat nämlich gerade den Müll weggeschmissen. Und hier den. So, die Herdplatte hat der hingestellt. Also ich muss mal kurz den Staubsaugen. Lia schläft zwar, aber was muss, das muss, ne? Ja, ich habe auch gesagt, der soll bitte kurz zur Apotheke. Der meinte, die war voll. Dann habe ich gesagt, dann gehst du bitte zu einer anderen, weil der Schleim löst sich ja nicht von selber. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Und die arme Maus hat genug geleidet die letzten Tage. So, ich muss jetzt kurz stoppen. Ja, die meinte, die wollte mir das Gleiche geben, was ihr meinst, ja, das haben wir. Meinte sie, ja, das ist aber viel Fieber. Das ist gegen Schleim und so. Schleim. Schleim. Du hast auf jeden Fall noch Schleim gesagt. Ich hab dir gesagt, das, was wir haben, ist gegen Fieber und Schmerzen. Schleim ist was, hast du gesagt, mit gutem Geschmack? Ja, Waldbeerengeschmack. Und wie oft muss sie das? Tag, okay. 1,5 Millimeter heißt das. Milliliter. Okay. Yes. Und was hat die gemacht? Ja, ich habe gerade gestern unseren Backofen reingestellt für 20 Euro, damit der wegkommt und ich keinen anrufen muss, damit wir das abholen. Ja, jetzt haben sich seit gestern 4-5 Leute gemeldet. Ja, natürlich ist der Kabel jetzt nicht dabei und auch keine Herdplatte, deswegen für 20 Euro. Aber der hat gerade Müll weggeschmissen, der kommt jetzt auch. Ich habe mich angezogen, Lina ist angezogen, Lia ziehe ich auch um. Und ihre Pampers muss ich auch wechseln. Ich glaube, das letzte Mal habe ich 2 Stunden gewechselt oder so. Genau, und sonst, ich tue das mittlerweile immer so rein, damit ich das dann direkt so als Set habe. Ja, und sonst ist eigentlich nichts Neues. Wir haben heute so lange geschlafen, wir sind richtig faul geworden, merke ich. Seitdem Lia auf der Welt ist, Audet genauso wie ich. Ich genau wie Audet. Also wir lagen wirklich bis 14 Uhr im Bett. Also wir haben nicht geschlafen, wir haben einfach nur gekuschelt und ja, mit den Kindern. Also wir genießen momentan noch die Zeit in vollen Zügen, solange wir können. Ich muss 3 Pakete abgeben gleich. Die warten schon seit einer Woche auf die Pakete. Aber ich konnte leider nicht früher. Genau. Lia liegt hier, nimmt den Schnuller schön, ne? Und kotzt. Kotzt ganz viel. Ja, ich ziehe schön die Bilder, oder? Hat für uns eine Riesenbedeutung, weil wir wirklich sehr viel durchgemacht haben damals. Genau. Ja. Und dann kommt jetzt hoch. Der Mann hat mir gerade geschrieben, dass er da ist. Und dann fahren wir, denke ich mal, auch los, wenn er den Backofen hier mitnimmt. So, bei uns wird jetzt gekocht in unserem neuen Öfenchen. Und Auda nimmt dieses schöne Stück auseinander.
Hat schon einen Popoklatscher gegeben. Hallo zusammen. Es gibt bestimmt unter euch jetzt Vegetarier, aber Leute, das sieht echt witzig aus. Diese Haiwaner, die machen nicht richtig sauber, ja? Oh, oh. Ja. Hier, Schatz, ich lass das mal laufen und zupf du dein Hühnchen. Lass auf, Schatz.
viel gemacht. Ne? Glaub mir, das geht alles Ding. Das geht wie Wasser. Lass das. Komm mal. Warte. So, Lina hat, wir waren gerade bei Toys R Us, Lina hat zwei Bücher bekommen. Von Pippa Woods. Ne, Lina? Sie ist ein bisschen genervt, weil sie immer noch krank ist, ne? Nein! Du hast Schnupfen. Nein! Bitte! Bitte mit, Mama. Also ist einmal dieses Magnetbuch. Da muss man dann Fragen beantworten und die Magneten kleben. Und einmal so ein Stickerbuch. Sticker-Spaß. Und zum Ausmalen. Guck mal, Lina. Wow. Das ist aber eher für ältere Kinder. Ich dachte, das ist ein komplettes Stickerbuch. Weil da Sticker-Spaß draufsteht. Eigentlich müsste da Rätsel-Spaß draufstehen. Weil das sind eher Rätseln und hier sind nur 12 Sticker. 20 Sticker höchstens. Dafür ist sie noch zu klein. Egal. Was hast du da bekommen? So, ihr Lieben, ich wollte euch mal kurz dieses Produkt vorstellen. Und zwar ist das Babokash. Das ist für Neugeborene, wie man auf dem Bild erkennen kann. Das haben wir zugeschickt bekommen für Lia. Das ist für die 3-Monats-Koliken, damit die Kinder sich nicht so verkrampfen und Bauchschmerzen haben. Das ist genauso wie wenn das Kind auf dem Schoß ein Bäuerchen macht. Das ist dieselbe Position. Und das vibriert dann. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal, dann könnt ihr das besser sehen. So sieht das aus. Und hier hinten sind zwei Befestigungsschlaufen, die kann man dann dran machen, wenn man so eine Babywippe zu Hause hat, damit das dann halt schaukelt und dann extra nochmal vibriert. Genau, hier macht man das Kind dann fest, damit das auch nicht wegrutscht. Und hier, Moment, ich muss das mal aufmachen kurz. So, hier ist dann ein Gerät drin, da kommen zwei große Batterien rein, also diese Riesenbatterien. Kann man das anmachen. So, dann drückt man hier drauf, dann vibriert das und macht Herzgeräusche. Genau. Kann man auch abnehmen und waschen, falls das Kind sich übergibt. Allah. Ja, aber wir tun immer ein Spucktuch drauf, wenn wir das benutzen. Und wir packen das auch wieder ein immer, damit das auch nicht kaputt geht oder sonst was und Lina nicht draufsteigt. Also diese Batterien kommen dann da rein. Wie dick, ja? So, wir tun das immer auf so ein Kissen drauf, damit das ein bisschen absteht. Dann macht ihr das hier ganz normal auf, aber legt vorher natürlich ein Spucktuch drunter, damit das Kind das nicht vollspuckt. Latscher Walker. So. Und dann könnt ihr das Kind drauflegen. Moment, wir machen das mal kurz. Ja. Natürlich kann es sein, dass das Kind bei den ersten Malen weint und keine Ahnung was. Also, Lea hat das. Warte, Baba, dein Arm. Ja. Genau, so sieht das dann aus. Kann ich sein, glaube, dass. Das muss nach unten. So, das sieht dann so aus. Und genau. Kann sein, dass die einige Babys weinen, einige nicht. Also, Lea tut das gut. Und sie beruhigt sich, pupst ganz viel, kackt viel. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Das lohnt sich auf jeden Fall und kann man dann für die weiteren Babys auch benutzen. Wie man sieht, weint sie auch nicht. Also man muss halt immer wieder versuchen. Lia hat es beim ersten Mal sehr gefallen und jetzt wieder, wie man sieht. Also wir haben zum Glück keine Probleme damit.